dass Jesus stirbt, wieder zum Leben erwacht und als unsterbliches Wesen ewig weiterlebt, ist für Kinder vermutlich zu komplex. Die Unsterblichkeit hingegen von Zeus, Geistern, Allah und anderen Wesen hingegen ist für Kinder nicht so schwer zu begreifen und zu glauben. Und dasselbe sagt er auch über die Trinität. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Heute haben wir ein bahnbrechendes Buch zu einem spannenden Thema mit einem sehr unterhaltsamen Autor. Der Autor lautet Dr. Justin Barrett. Justin Barrett ist amerikanischer Experimentalpsychologe und er war leitender Forscher am Institut für Anthropologie an der Oxford-Universität. Anthropologie ist die Lehre des Menschen. Ja, es ist das vergleichende Studium des Menschen, wo man sich seinen soziologischen, also auch seinen kulturellen Hintergrund ansieht und Wissenschaft betreibt. Seine These in diesem tollen Buch namens Born Believers, The Science of Children's Religious Belief, ist, dass wir alle geborene Gläubige sind. Dass der Glaube an Gott im Menschen fest verankert ist. Und er ist nicht der Einzige, der zu dieser Erkenntnis kommt. Es gibt viele Akademiker, die sich in diesem Bereich spezialisieren, beispielsweise Deborah Kellerman in ihrem Artikel Our Children, Intuitive Theists, sind Kinder intuitive Gottgläubige, kommt sie zu ähnlichen Ergebnissen. Wohlgemerkt ist sie keine gottgläubige Person. Oder auch Paul Bloom, aber auch Olivera Petrovic aus der Oxford-Universität. Sie beispielsweise hat 7 große Studien durchgeführt in 7 verschiedenen Ländern, in religiösen, also auch in nicht religiösen Elternhäusern. Und sie kam zu einer interessanten Erkenntnis, wo sie gesagt hat, dass der Glaube von Kleinkindern an Gott fest verankert ist, wobei der Atheismus bzw. die Gottlosigkeit angelernt werden muss. Nun, das ist deswegen interessant, weil wenn man sich die Merkmale eines Axioms ansieht, eines axiomatischen Glaubens ansieht, ist, dass er keine Informationsübertragung benötigt, sprich, dass er ungelehrt sein muss. Daher kommt auch Dr. Justin Barrett nicht einfach so abrupt auf die Idee, gut, diese Kinder glauben an Gott, sondern er sagt, dass die beste Erklärung für all diese Forschungsergebnisse die ist, dass Kinder an Gott glauben. Und Alhamdulillah, ich habe dazu tatsächlich auch einen kleinen Blog verfasst, wo ich dieses Thema aufgreife und es aus der islamischen Perspektive durchleuchte. So, die Stelle, die wir heute lesen werden, habe ich im Vorhinein für euch übersetzt in die deutsche Sprache. Und ich habe deswegen die Stelle gewählt, weil ich denke, dass es eine sehr, sehr gute Zusammenfassung der These ist. Er sagt hier auf der Seite 136, Zitat, kurz nach ihrem ersten Geburtstag scheinen die Babys zu verstehen, dass bestimmte Kräfte, aber nicht natürliche Kräfte oder gewöhnliche Gegenstände in einem Chaos Ordnung schaffen können. Wer ist der Schöpfer? Kinder wissen, dass Menschen keine guten Kandidaten sind. Es muss also ein Gott gewesen sein. Kinder sind geborene Gläubige, Anhänger einer Religion, die ich die natürliche Religion nenne. Das ist die Erkenntnis, zu der er kommt. Und für mich entscheidet sich ein unterhaltsamer, guter Autor dadurch, dass er sich mit Gegenargumenten beschäftigt. Und das tut Justin Barrett hier. Beispielsweise widerlegt er die Piagetsche Idee, wonach Kleinkinder ihr Weltverständnis aus ihrer eigenen Wahrnehmung heraus selbst konstruieren. Auch geht er auf das Gegenargument ein, wo man sagt, nee, die beste Erklärung für diese Forschungsergebnisse ist in Wirklichkeit die Tatsache, dass sie das ihren Eltern zuschreiben. Kleinkinder vergöttlichen ihre Eltern, indem sie sagen, Daddy ist der Beste, meine Mama ist die Klügste. Ja? Auch das widerlegt er anhand eines Experiments, was ich gerne mit euch teilen würde. Er zeigt Kleinkindern von 3 bis 8 Jahren eine Keksdose. Diese Keksdose öffnet er, entfernt die Kekse und tut kleine Steine rein.
Dann verschließt er die Keksdose erneut und dann beginnt die Befragung von 3- bis 8-Jährigen. Sie werden gefragt, weiß Papa, was in dieser Keksdose ist? Weiß Mama, was in dieser Keksdose ist? Dann werden bestimmte Tiere und Pflanzen gezeigt und wird gefragt, wissen diese, was in der Keksdose ist? Mehr als 80% der beteiligten Kinder haben gesagt, dass ausschließlich Gott weiß, dass Steine in der Keksdose sind. Aus Experimenten und Befragungen wie dieser kommen sie zu der Erkenntnis, dass die Überattribuierung keine Erklärungskraft hat. Auch geht er auf die Indoktrinationshypothese ein. In einem eigenen Kapitel, die lautet, die sind so dumm, die würden eh alles glauben, behandelt er die Frage, können Kinder mit einer religiösen Überzeugung indoktriniert werden? Und er löst das sehr elegant auf. Er sagt, ja, Kinder glauben an Superman, Kinder glauben an Batman, Kinder glauben an einen Menschen, der maskiert ist, Spinnennetze abwirft und von Gebäude zu Gebäude springt. Aber der Grund, warum Kinder das glauben, ist, weil sie wissen, dass die Realität nicht so funktioniert. Das heißt, ihre Faszination dahinter ist nicht, weil sie damit indoktriniert werden, sondern weil sie wissen, dass die Realität nicht so funktioniert. Und dazu habe ich auch in der Einführung eine Stelle markiert, die ich mit euch teilen möchte, die es anklingeln lässt, dass er in einem Kapitel definitiv die Indoktrinationshypothese ansprechen wird. Er sagt hier Folgendes, Zitat, wenn Sie einem Kind erzählen würden, dass Dick Cheney ist ein Politiker, dass Dick Cheney aus grünem Käse besteht, außer wenn jemand ihn ansieht, wäre es egal, wie sehr Sie das Kind schlagen würden, sollte es nicht glauben. Oder wie sehr sie ihm mit ewiger Verdammnis drohen. Das Beste, was man erreichen könnte, wäre, dass das Kind so tut, als ob es glaubt, dass Dick Cheney aus grünem Käse besteht. Aber man könnte das Kind nicht zu diesem Glauben zwingen bzw. indoktrinieren. Auch wenn dieser Glaube niemals widerlegt werden könnte. Und das sehen wir. Geehrte Geschwister, lieber Zuschauer, nicht nur anhand von individuellen Beispielen. Selbst gesellschaftlich sehen wir das. Schauen wir uns nur ein Beispiel in der Geschichte an, das russische Kaiserreich. Das russische Kaiserreich war ein gläubiges Volk. Gottesdienste wurden besucht, es wurde an Gott geglaubt, religiöse Feste wurden gefeiert. Dann kam der Kommunismus und die Quintessenz des Kommunismus war religiöse Aktivitäten aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Hat man in dieser sehr misslichen Lage für Gläubige, wo gläubige Menschen gefoltert wurden, wo gläubige Menschen verjagt wurden, ins Exil getrieben wurden, wo Gotteshäuser zerstört wurden, hat man noch immer diesen Anbetungsinstinkt der Menschen gesehen? Was haben sie gemacht? Sie haben die groß erbauten Statuen von Lenin und Stalin angebetet. Als wären diese Götter und als wären sie die Schöpfer von Himmel und Erde. Natürlich aus islamischer Sicht eine irregeleitete Anbetung, aber man erkennt noch immer den Anbetungsinstinkt, diesen Instinkt, etwas über sich, etwas Übernatürliches verehren zu wollen. Und was sehen wir nach dem Fall des Kommunismus? Eine Wiedererwachung der Religionen in Russland. Das heißt, wäre der Glaube an Gott lediglich das Ergebnis von Indoktrination, dann hätten die Bemühungen der Kommunisten, die über Jahrzehnte gingen, diese religiösen Überzeugungen zur Gänze auslöschen müssen. Und da kommt mir ein Zitat in den Sinn von einem antireligiösen Kommunisten. Er sagte, der Glaube an Gott ist wie ein Nagel. Ja? Je härter man auf ihn schlägt, desto tiefer geht er hinein. Aber man wird nie in der Lage sein, ihn zur Gänze zu zerstören. Und auch die intellektuelle Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit des Autors kommt zum Vorschein. Er selbst ist Christ, aber er erwähnt in seinem Werk Folgendes in Bezug auf den Glauben an Jesus als Gott.
Er sagt hier Folgendes, dass Jesus stirbt, wieder zum Leben erwacht und als unsterbliches Wesen ewig weiterlebt, ist für Kinder vermutlich zu komplex. Die Unsterblichkeit hingegen von Zeus, Geistern, Allah und anderen Wesen hingegen ist für Kinder nicht so schwer zu begreifen und zu glauben. Und dasselbe sagt er auch über die Trinität. Und da kommen wir natürlich zu einem Punkt, wo wir das islamische Verständnis der Fitra ansprechen müssen. Als Muslime glauben wir, dass jedes Kind mit einer natürlichen Disposition auf die Welt kommt, ein Gottesbewusstsein hat, den Test des Lebens mit 1:0 Führung beginnt. Ja, das heißt, er hat eine natürliche Veranlagung, an Gott zu glauben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen sein mit ihm, sagte in einem authentischen Hadith, dass jedes Kind mit dieser Fitra, mit dieser natürlichen Veranlagung auf die Welt kommt, aber seine Eltern ihn zu einem Christen, Juden oder Magier erziehen. Das heißt, durch die Erziehung, durch die Sozialisierung, durch externe Einflüsse wird dieser reine Monotheismus, dieser reine Gottglaube korrumpiert. Und das ist unser Verständnis und das greift er auch in diesem Buch auf. Und deswegen, jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigen möchte, würde ich sagen, ist dieses Buch Born Believers, The Science of Children's Religious Belief, ein Must-Have.